Herrschaftszeiten. Herrschaftszeiten. Wenn wir an das Wort Demokratie denken, dann haben wir vielleicht auf den zweiten Blick unterschiedliche Assoziationen dazu. Auf den ersten Blick fällt uns vielleicht so etwas ein wie einander zuhören, Meinungen abgleichen, diskutieren und auch wählen gehen, sein Kreuzchen setzen bei einer bestimmten Partei, Persönlichkeit, wie auch immer, kommt nicht allzu oft vor und deswegen stellen wir uns die Frage, ob da in Sachen Demokratie nicht noch etwas mehr geht. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Herrschaftszeiten. Und ich habe heute einen Gast bei mir. Und zwar bestand unser erstes Video ja in einem kleinen Szenentheater, nenne ich es mal. Da haben wir verschiedene Initiativen und Ideen vorgestellt zum Thema Bürgerbeteiligung. Und ich habe einen echten Experten bei mir heute. Und zwar sitzt dieser auch im Stadtrat Fürstenfeldbruck und ist dort engagiert als Referent für Bürgerbeteiligung. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Dieter Kreis. Ja, danke dir. Und ja, ich würde vielleicht als erste Frage an dich richten, wie siehst du denn selbst deine Referentenrolle? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, zu diesem Thema jetzt, dass da auch eine Sendung gemacht wird. Bürgerbeteiligung, beziehungsweise ich würde es lieber Einwohnerbeteiligung nennen, weil Bürger ist ja nur, sind nur die Wahlberechtigten, laut enger Definition. Und mir geht es eigentlich darum, alle einzubeziehen, dass alle mitmachen können, auch Kinder und Jugendliche. Sehe ich mich so als Antreiber, als Motivator, als Bindeglied zwischen den Einwohnern hier in Bruck und dem Stadtrat, um mehr Bürgerbeteiligung und Einwohnerbeteiligung tatsächlich möglich zu machen. Da geht noch mehr. Ja? Das, was wir bisher haben, ist Bürgerbeteiligung light. Es hat Schwächen gezeigt in der Vergangenheit. Bürger sind unzufrieden gewesen, Bürger haben ja, nicht mehr so viel mitgemacht, weil teilweise, wenn man jetzt an das Beispiel Viehmarktplatz denkt, es waren unklare, ja, ich sage mal, Erwartungshaltungen geweckt worden, dass tatsächlich das Votum der Bürger auch umgesetzt wird, was es dann nicht wurde. Ja, ein weiterer Schwachpunkt der bisherigen Bürgerbeteiligung war eigentlich, dass sich immer nur Personen dort engagiert haben, die informiert waren, die aktiv sowieso schon am Leben in der Stadt teilgenommen haben. Und wir haben nie die große Masse erreicht, die eigentlich vielleicht auch wenig davon mitbekommt, die vielleicht auch nicht unbedingt die Sprache spricht, so gut, dass es ausreichend wäre oder auch nicht so interessiert ist an solchen Veranstaltungen wie Gestaltung des Viehmarktplatzes, weil sie vielleicht auch in anderen, ich sag mal, Gegenden von Fürstenfeldbruck wohnt. Und das hat dann auch dazu geführt, bei den Teilnehmenden an diesen Bürgerforen, ja, Bürgerforum kann man sagen, mehr war es ja nicht, dass man dort danach eine gewisse Frustration auch gespürt hat. Die Meinung, die dort geäußert wurde und dieses Abstimmungsergebnis wurde nicht ernst genommen, in dem Sinne ernst genommen, dass es nicht umgesetzt wurde. Und dadurch kam es halt tatsächlich bei den Teilnehmenden, so wie ich es auch selber gespürt habe, bei einigen, die da wirklich teilgenommen haben, die haben gesagt, ich bin jetzt frustriert, es wird ja nichts gemacht, erst wollen sie placebomäßig unsere Meinung hören und dann ist es doch egal. Und deswegen möchte ich jetzt versuchen in Fürstenfeldbruck, dass wir dort einfach eine bessere Bürger-Einwohner-Beteiligung hinbekommen. Jetzt haben wir ja dieses besagte Referat unter den ganzen Positionen im Stadtrat auch vertreten. Wie führst du denn konkret deine Aufgabe aus?
Wie setzt du deine Ziele um? Gibt es da etwas an Tools, was dich unterstützt? Irgendwelche Menschen, mit denen du regelmäßig in Kontakt trittst, um deine Ziele zu erreichen? Ja, ich werde da schon unterstützt. Es gibt da ein Tool, was wir zum Beispiel nutzen, und dafür brauche ich auch meine Stadtratskolleginnen und Kollegen. Das ist der Stadtratsch, die Stadtratssprechstunde, die bisher jedenfalls einmal im Monat, also regelmäßig stattfand und wo Bürgerinnen und Bürger, auch Einwohner natürlich alle, kommen konnten und einfach mal ihren Frust ablassen konnten. Sie können dort Beschwerden loswerden, sie können Fragen stellen zu bestimmten Themen der Stadtpolitik, eigentlich alles, was da interessant sein könnte. Ein Highlight war damals vor ein paar Jahren mal, als es um eine Bushaltestelle ging. Und da haben sich Bürger halt in diese Stadtratssprechstunde gewagt und haben dem Stadtrat dort das Anliegen vorgebracht. Und es wurde tatsächlich dann in der nächsten Sitzung dieser Missstand behoben. Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel dafür, dass sich dort der Einsatz auch lohnt. Dass man nicht einfach seinen Frust und Ärger in sich hineinfrisst, sondern man geht zu diesem Stadtrat in die Sprechstunde und kann dann wirklich sehen, wie sich tatsächlich etwas zum Positiven ändern kann. Und du bist sozusagen der Organisator des Ganzen? Genau, ich bin der Organisator. Die Stadtratssprechstunde ist für alle Stadträtinnen und Stadträte offen. Jeder und jede kann sich dort anmelden und eine Sprechstunde abhalten. Es gibt auch keinen Parteienproporz, sondern wer kommt und es machen möchte, muss sich natürlich vorher bei mir anmelden. Dann kann diese Person, dieses Stadtratmitglied, dann diese Sprechstunde abhalten. Es ist ausbaufähig. Deswegen arbeite ich gerade daran, ein neues Konzept aufzustellen. Und nicht so sehr, dass die Einwohner zum Stadtrat kommen, zur Stadtratssprechstunde, sondern dass wir zu den Bürgern und Einwohnern kommen. Und sogenannte aufsuchende Beteiligung nennt man das auch. Und da ist so meine Idee, tatsächlich nächstes Jahr mehr auf Feste und Märkte zu gehen, dort präsent zu sein, und einfach mal dann sich dort aufzustellen. Zum Beispiel eine Idee, die ich habe, auf dem Grünen Markt sich hinstellen, am Donnerstagmorgen oder am Freitag in der Buchenau, auf dem Geschwister-Scholl-Platz, dort einen Stand aufbauen, einfach sagen, Stadtrat, Stadtratsch, und wir können einfach da, kommt her, liebe Bürger, und fragt den oder die Stadträtin, die ja gerade steht, nach bestimmten Dingen, was liegt euch am Herzen? Natürlich kann es auch sein, dass die Stadträtinnen und Stadträte einfach selber auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen und sagen, liegt Ihnen irgendwas am Herzen? Kann ich Ihnen helfen? Was möchten Sie gerne? Aus anderen Gemeinden weiß ich, dass das eine sehr hohe und positive Resonanz hatte. Da könnte ich mir auch durchaus so Formate vorstellen, die dann immer wieder changieren zwischen Präsenz und im Winter meinetwegen auf Online umzustellen. Auch das ist natürlich dann eine eher niederschwelliges Angebot für online-affine Personen natürlich. Ich sag mal so, die 70-jährige Rentnerin ist vielleicht da auch etwas schwieriger zu erreichen, wobei ich auch da wieder andere Erlebnisse habe, dass mittlerweile doch sehr viele Senioren dort sehr, sehr aufgeschlossen sind und gut mit solchen Medien zurechtkommen und da auch wirklich sehr aktiv mitmachen. In der jetzigen Rolle ist es beispielsweise viel, viel einfacher, weil ich in der Verwaltung sehr viele aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen habe, die dort an Bürgerbeteiligung, Einwohnerbeteiligung interessiert sind, sich damit auskennen. Und das ist dann eher, ich sag mal so, dass man sich gegenseitig motiviert und weiterbringt und auf einem sehr hohen Niveau austauschen kann und so eigentlich sehr viele gute Projekte anstoßen kann für die Stadt. Ansonsten zum Thema Bürger- oder Einwohnerbeteiligung ist mir ganz wichtig, sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist ein Bürgerrat, also ein gelostes Gremium, und wo, ja, ich sag mal, ein Querschnitt der Bevölkerung und der Einwohnerschaft dann bestimmte, ja, sag mal, sich mit bestimmten Themen beschäftigt und dann zu diesen Themen dann auch ja, nicht Entscheidungen trifft für die Stadt, aber Empfehlungen aussprechen kann für den Stadtrat, die dann hoffentlich auch gehört werden.
Wir haben ein großes Jahrhundertprojekt vor uns, das ist die Konversion im Fliegerhorst. Und da war jetzt auch, sind wir uns eigentlich alle einig im Stadtrat, weil so, dass die Bürgerbeteiligung, so wie sie bisher gelaufen ist, so habe ich es am Anfang schon mal ausgeführt, was so die Schwächen waren, dass die jetzt nicht mehr so weiterlaufen kann. Und jetzt geht es darum, wie kann sie denn besser sein? Das Erste, was wir da gemacht haben, ist schon mal, wir haben Büros angefragt, die sich auf Bürgerbeteiligung spezialisiert haben. Und es haben halt Büros Angebote abgegeben für die Einwohnerbeteiligung und die haben durchweg auch das Thema Bürgerrat mit dabei gehabt, sodass es jetzt nur noch an uns im Ausschuss und im Stadtrat liegt, tatsächlich jetzt Ende November im Konversionsausschuss dann grünes Licht zu geben und zu sagen, wir probieren das mal aus und hoffen mal, dass wir dann einen gelosten Bürgerrat bekommen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass jetzt der große Unterschied Bürgerrat zu den, sage ich mal, Bürgerforen, wo kommen kann, wer möchte, ist es einfach, dass beim Bürgerrat werden Bürger der Stadt, Einwohner der Stadt ausgewählt und angesprochen und eingeladen, teilzunehmen an einem solchen Event, sage ich mal. Es können bis zwischen einmal und vier, fünf Sitzungen, es können auch ein dauerhafter Bürgerrat kann auch installiert werden. Aber in diesem Fall zum Beispiel beim Fliegerhorst wäre es wahrscheinlich angebracht, ich sag mal, vier Sitzungen zu machen. Und wir als Stadtrat und mit der Verwaltung zusammen würden festlegen, ab welcher Altersgrenze denn Personen eingeladen werden. Und die werden dann angeschrieben. Und dann würden wir ein Querschnitt von der Bevölkerung nehmen und die anschreiben und einladen. Das soll genau das abbilden, wie auch die Struktur in der Stadt ist. Und damit bekommen wir eigentlich ein verkleinertes Abbild der Stadtgesellschaft. Sie bekommen alles Mögliche an die Hand, was Sie für Informationen brauchen, um jetzt eine fundierte, ich sag mal, Meinung sich zu bilden und dann darüber abzustimmen. Ja? Wir im Stadtrat sitzen da und machen uns unsere Gedanken und dann wird auch nach Parteiproporz entschieden. Dann gibt es wieder so, die einen möchten das, die anderen Strömungen möchten eher das. Aber was möchte die Gesamtbevölkerung in Fürstenfeldbruck? Und das finde ich total spannend, das mal abzufragen. Dann haben wir als Stadtrat auch viel mehr ja, eine Legitimation, um zu sagen, da hat jetzt die Stadt, möchte gerne die Richtung gehen. Und wir als Stadtrat würden uns sehr viel schwerer tun, dieses Votum abzulehnen und zu sagen, nee, wir gehen in eine völlig andere Richtung als das, was eigentlich die Stadtgesellschaft möchte. Denke ich, wäre das wirklich ein Quantensprung für Fürstenfeldbruck, weil wir dort eine viel bessere Einwohnerbeteiligung bekommen als das, was wir bisher hatten. Und dann wird auch, ich glaube, die Bevölkerung wirklich merken, hier tut sich was und meine Stimme ist wirklich was wert, auch außerhalb von Wahlen. Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, wie könnte das denn aussehen bezüglich der Räumlichkeit? Und dann haben wir im letzten Video in unserer Sendereihe aufmerksam gemacht auf die Stadt Kingersheim. Und zwar haben die das so gelöst, dass die ein eigenes Bürgerhaus dafür eigentlich installiert haben. Ist das für uns deiner Meinung nach eine Option? Braucht es sowas? Wie kann es aussehen? Ich finde die Idee eines Bürgerhauses sehr spannend. Wir haben ja schon in Fürstenfeldbruck den Bürgerpavillon. Ich habe es ja schon gesagt, da finden immer unsere Stadtratspräsenzveranstaltungen statt, bisher jedenfalls. Wir hätten natürlich auch sonst natürlich als Ausweichmöglichkeit das Veranstaltungsforum. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir irgendwo noch einen zweiten Raum hätten, der ein bisschen größer wäre in Fürstenfeldbruck. Also als Anlaufstelle für Vereine, für Gruppen. Und so müssen jetzt weiterhin Vereine und Gruppen, die in Fürstenfeldbruck sind, und natürlich, wenn es zum Beispiel auch Jugendgruppen sind, kein Geld haben, in Nachbarorte ausweichen. Für kleine Veranstaltungen ist der Bürgerpavillon sicherlich gut und nutzenswert. Und gerade wenn man jetzt an so etwas denkt wie ein Bürgerrat, der vielleicht dann auch, wenn man ihn dann, wie du angesprochen hast, in Zukunft auch mal öfter stattfinden lässt. Ich denke zum Beispiel, und brennt mir so ein bisschen oder liegt mir am Herzen, ist das Thema Klima, dass man einfach vielleicht auch einen Klimabürgerrat mal macht. Warum fragen wir bei diesem Thema nicht einfach mal
die Einwohnerschaft. Was möchte denn die Einwohnerschaft, was wir in Bruck zum Thema Klima tun sollen, damit wir möglichst schnell klimaneutral werden? Wir haben uns selber das Ziel gesetzt, im Stadtrat bis 2035 klimaneutral zu werden, aber was tun wir dafür? Tun wir wirklich alles und gehen wir alle Schritte, die notwendig sind, um das jetzt das Ziel zu erreichen? Und ich habe da so meine Zweifel, wenn ich mir so die letzten Beschlüsse auch manchmal in den Stadtratsgremien anschaue, dass dann doch wieder heißt, ja, das haben wir jetzt beschlossen, aber die Realität sieht anders aus und jetzt bauen wir hier wieder ein tolles neues Wohngebiet und versiegeln wieder den Boden. Also es ist alles, was da eigentlich nicht in diese Richtung Klimaneutralität geht. Willi Drexler hat es unter anderem auch hier im Live-Studio vorgestellt, ein Teilhabegremium zur Stadtgemeinschaft. Geht sowas für dich in die Richtung Einwohner- bzw. Bürgerbeteiligung oder ist das dann nochmal was anderes in deinen Augen? Ja, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich unterstütze das voll und ganz. Unterstützt sehr das Thema Bürgerbeteiligung. Ich würde es nicht sagen, es ist eine Vorstufe, aber es spielt zusammen, es ist Hand in Hand mit und eigentlich miteinander verzahnt ist und sich sehr gut ergänzt, weil wir tatsächlich, glaube ich jedenfalls, in Fürstenfeldbruck noch ein Defizit haben beim Thema Teilhabe. Ich habe es ja vorher auch schon angesprochen, dass ich da auch schon Defizite sehe, dass da viele große Gruppen auch der Bevölkerung einfach nicht erreicht werden von den Standard, sage ich mal, Medien- und Ansprachewegen, die dann vielleicht auch ganz glücklich sind in dem, wo sie sind. Sie haben ihre eigenen Gruppen, sie haben Ansprechpartner, treffen sich für sich, aber nehmen nicht so aktiv am gesellschaftlichen Leben in der Stadt teil, wie es vielleicht aus unserer Sicht wünschenswert wäre und vielleicht auch aus ihrer Sicht. Aber vielfach fehlen einfach auch die Anknüpfungspunkte und die Vernetzung. Wo jetzt genau Stadtrat, Verwaltung und auch viele gesellschaftliche Gruppen sich an einem Tisch versammeln und sagen, wie können wir denn die Teilhabe, die aktive Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppen, vieler Menschen, ich sag mal, dass wir zu einer Stadtgesellschaft zusammenwachsen. Und das ist eigentlich so die Voraussetzung, wenn wir nämlich so diesen Arbeitskreis oder auch einen Beirat, wenn er später mal so auch betitelt werden sollte und dann sich dann etabliert, ist dann ein wichtiges Gremium, aus dem dann auch noch Einwohnerbeteiligung tatsächlich erwachsen kann. Weil im ersten Schritt müssen natürlich solche Gruppen, solche Bevölkerungsteile, Bevölkerungsgruppen erst einmal aktiviert werden. Sie müssen wissen, was es gibt, was sie machen können. Und dazu müssen sie sich vernetzen. Das reicht dann nicht, in ihrer eigenen Gruppe zu bleiben, sondern sich mit anderen auszutauschen. Und dann wieder wird dort eine starke Gemeinschaft daraus, die dann auch wieder tatsächlich sagen kann, wir möchten uns jetzt A, B, C an diesen Punkten gerne im Stadtleben beteiligen. Und da fände ich es total klasse. Ich finde die Initiative von Willi Drexler super, dass er da jetzt aktiv geworden ist. Eigentlich schon 2015 hatte er, glaube ich, erstmal schon mal den Antrag gestellt. Und jetzt ist halt endlich verabschiedet worden. Und dieses Gremium finde ich extrem wichtig und unterstützenswert. Hier, finde ich, sieht man total schön die Entwicklung, dass das Ganze nicht nur nach dem Motto aufgebaut ist, gut, wir müssen genau diese Bevölkerungsgruppe integrieren, sondern dass wirklich jeder damit angesprochen ist. Und ich glaube, das ist ja genau die Philosophie hinter der ganzen Bürgerbeteiligungssache. Nicht nur Fürstenfeldbruck macht sich Gedanken über dieses Thema. Wir sehen es aktuell in Puchheim-Ort tatsächlich, weil dort die Diskussion sehr groß war um das Thema Bürgerhaushalt. Bürgerhaushalt ist eins von meinen Lieblingsthemen, neben dem Bürgerrat. Das sind so meine zwei Kerndinge, die ich im Stadtrat in dieser Periode jetzt bis 2026 erreichen möchte, dass wir so etwas einführen. Ich finde, dass das eine super gute Form ist, für die Einwohnerschaft sich weiter aktiv zu beteiligen, indem sie nicht einfach nur ein Kreuz machen an der Urne und sagen, ihr im Stadtrat, ihr entscheidet jetzt für uns, auch was mit unseren Geldern passiert, weil vielfach
sitzen wir hier in einem Elfenbeinturm im Stadtrat und denken, naja, wir wollen gerne dies durchsetzen, weil das steht in unserem Wahlprogramm, weil wir haben x Prozent bekommen und deswegen müssen wir das jetzt umsetzen. Für unsere Wählerschaft. Wir vertreten aber nicht unsere Wählerschaft, wir vertreten ganz Fürstenfeldbruck. Und da gilt es auch immer wieder darauf zu schauen, was möchten eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, was möchten die Einwohnerinnen und Einwohner hier in Fürstenfeldbruck, was mit dem Geld passiert. Es wäre super gut, wenn wir jetzt einen Teil des Haushalts, unseres großen Haushalts nehmen, auch wenn da wir durch Pflichtaufgaben natürlich und Personalausgaben vielfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so viel Geld jetzt über so viel Geld frei zu entscheiden. Aber es gibt immer noch große Dinge. Wir können sagen, wir bauen eine Eishalle. So viel Geld haben wir, wahrscheinlich nicht komplett und nicht in einem Jahr. Aber wir können das entscheiden. Wir müssen auch klein starten. Man sieht das an anderen Kommunen auch. Da sind dann eher, ich sag mal, im Bereich von 50.000, 100.000, 150.000 Euro. Von dem großen Budget, das zur Verfügung steht, wird abgespalten und wird gesagt, dieses Budget kann jetzt, über dieses Budget kann jetzt die Bürgerschaft Vorschläge machen, was soll mit diesem Geld passieren. Vom Ablauf her wäre es so, die Bürgerschaft reicht Ideen ein, die werden dann veröffentlicht, werden zur Abstimmung gestellt und die Einwohner selber stimmen darüber ab, welches sind diejenigen Projekte, die wir gerne umsetzen wollen. Und letztendlich muss aber trotzdem dann der Stadtrat natürlich das genehmigen und sagen, okay, diese drei Projekte wollen gerne, dass die Bürgerschaft mit diesen 100.000 Euro zum Beispiel umgesetzt werden. Und dann sagen wir als Stadtrat, ja, das finden wir eine tolle Idee, das machen wir so. Und meine Idee ist es tatsächlich, da weiterzugehen und zu sagen, es gibt sogar noch einen kleinen Teil von diesem Bürgerhaushalt, der für Bürgerprojekte, sogenannte Bürgerprojekte reserviert wäre. Das sind kleine Projekte, die nicht nur, wo nicht nur die Idee von den Bürgern kommt, sondern auch die Umsetzung von den Einwohnern und Einwohnern gemacht wird. Das heißt, das können kleine, ich sag mal so, sein, eine Sitzbank am Pucher Meer oder im Braunschweiger Forst. Die Verwaltung sagt dann wunderbar, wenn dann der Stadtrat dem zugestimmt hätte. Auch dafür gibt es wieder eine Abstimmung. Stadtrat stimmt zu. Die Verwaltung setzt nicht um, sondern gibt den Einwohnerinnen und Einwohnern das Geld dafür und sagt, jetzt macht mal. Und das finde ich, ist noch eine weitaus größere Stufe der Identifikation, als wenn man nur sagt, ich habe mitgestimmt oder ich hatte die Idee, um eine Bank zu bauen, aber die Verwaltung hat es gemacht. Wenn man sich traut, so weit zu gehen und wirklich auf Unterstützung bauen kann, dann stelle ich mir das sehr, sehr gut vor. Und ich glaube, das hilft extrem, sich doch mal mit der Stadt zu identifizieren im Einzelnen. Und wenn man jetzt beispielsweise sich vorstellt, eine Abstimmung durchzuführen, ob so eine Eishalle tatsächlich noch oder wieder oder wie auch immer gewünscht ist von den Bürgerinnen und Bürgern, dann gibt es da auf jeden Fall verschiedene Wege. Man kann da unter anderem aber auch eine Software nennen, die speziell für den Bereich Bürgerbeteiligung konzipiert wurde, nämlich die Software-Konsul, die hier auch schon einige Male zur Sprache kam. Jetzt die Frage an dich: Hast du mit dieser Software schon Erfahrungen machen können oder was hältst du generell von der Idee? Ja, ich finde die Software echt klasse. Ich habe das jetzt mehrfach demonstriert bekommen. Sie ist kostenlos, das ist eine Open Source Software, also sehr niederschwellig auch das Angebot, um da tatsächlich einzusteigen. Ich habe tatsächlich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, erstmals gedacht, warum brauchen wir so etwas? Wir haben in Bruck eine Internetseite, Brucker Stadtgespräche, die eigentlich genau für das Thema schon da ist. Ich habe mich aber auch mal erkundigt bei denjenigen, die Konsul tatsächlich propagieren, mehr Demokratie hauptsächlich, die dann auch gesagt haben, wir können alle Elemente, die auf der Website Brucker Stadtgespräche sind, einfach in diese Software Konsul einspielen. Wir können das miteinander verknüpfen und wir haben, es sieht ein bisschen anders aus, aber wir hätten große Vorteile davon, weil alle Konsolnutzer sich miteinander vernetzen können und austauschen können. Man hat da Module, die man einbauen kann, nicht einbauen muss. Wie gesagt, man hat dort auch noch zusätzliche eine Sache drin, die wir jetzt hier in Bruck nicht haben. Das sind Abstimmungen.
Da könnte man genau so etwas einbauen wie, was halten Sie von der Idee, in Bruck eine Eishalle zu bauen? Grundsätzlich ist das, und das weiß ich auch aus Beispielen von anderen Städten, dass tatsächlich, wenn das ein Thema ist, was die Einwohnerschaft umtreibt, und ich glaube, dass dieses Thema Eishalle kann so ein Thema sein, dass dann sehr viele mitmachen und dass wir wirklich Beteiligungsraten von 40% bekommen könnten. Und dann hätten wir ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Die größten Hemmnisse dabei sind, sehe ich jetzt so, die Stadtratskolleginnen und Kollegen, die dann wahrscheinlich sagen, was Neues kennen wir nicht, was kosten das, was sind da für Folgekosten. Sind halt immer einige auch, ich sage mal, Bedenkenträger dabei, die nicht so wagemutig sind, um einfach mal zu sagen, wir fangen das mal an und wir machen das. Wenn wir immer mehr Städte haben, haben wir immer mehr Fallbeispiele von Kommunen, wo wir dann auch fragen können, wie läuft es bei euch? Wie kommt ihr damit zurecht? Wie wird das angenommen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Im Januar fängt München damit an und nutzt ab Januar Konsult, Januar 2022. Also das ist dann wirklich auch eine Sache in unmittelbarer Umgebung, Nachbarschaft von uns hier, können wir Erfahrungsberichte sammeln. Und was ich auch noch mitbekommen habe, ist, dass mehr Demokratie tatsächlich auch vor Ort kommen würde zu uns und würde das Projekt mal vorstellen. Im Stadtrat, in der Verwaltung, um auch genau diese vielleicht vorhandenen Zweifel, Fragen zu beantworten oder die Zweifel auszuräumen. Wir haben von vielen tollen Ideen gehört. Was kann denn jetzt der Bürger im Einzelnen tun, um das Ganze zu unterstützen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wenn man nicht gerade im Stadtrat der Verwaltung oder sonst wo sitzt? Dass sie konkret Projekte unterstützen, wo ich die jetzt zum Thema Bürgerbeteiligung tatsächlich schon da sind. Das heißt, wenn jetzt Bürgerbeteiligung im Fliegerhorst sind und es sind aufsuchende Formate, tatsächlich sich dafür zu interessieren, zum Stadtrat zu gehen und uns auch ein positives Feedback zu geben, dass tatsächlich solche Formate tatsächlich gewünscht sind. Ja. Und dadurch halt und sich für den eventuell oder quasi dann zu outen, zu sagen, ich habe hier ein Projekt, ich möchte gern was machen und einfach Druck ausüben auf die Stadträte, dass sie tatsächlich da auch aktiv werden bei bestimmten Punkten. Ja, also die Einwohnerinnen und Einwohner können uns und auch mich natürlich dabei unterstützen, indem sie die vielfältigen Angebote, die es jetzt schon gibt und die es in Zukunft geben wird, wirklich auch nutzen. Sprich, alles, was an Bürgerbeteiligung tatsächlich jetzt schon da ist, wie der Stadtratsch, hingehen. Wenn man das nicht möchte, Stadtrat, Stadträtin des Vertrauens ansprechen, auf Missstände aktiv werden und sich einfach einmischen. Das würde sehr viel helfen, dass wir im Stadtrat auch eine Rückmeldung bekommen, tatsächlich, wo drückt der Schuh? Was möchten die Bürgerinnen und Bürger und dass damit auch ein gewisser Druck aufgebaut wird. Und je mehr tatsächlich aktive Beteiligung aus der Einwohnerschaft kommt, desto eher sind wir auch in der Pflicht, entsprechende Angebote an Einwohnerbeteiligung tatsächlich auch dann wieder anzubieten. In Zukunft, wenn wir einen Bürgerrat bekommen, oder wenn wir auch, wir haben ja Bürgerbeteiligung beim Fliegerhorst, die wird auf jeden Fall ja kommen, sich dort aktiv einmischen, seine Meinung äußern, es wird aufsuchende Beteiligung geben, da werden Leute stehen, wahrscheinlich, nehme ich mal an, so, die auf dem Viehmarktplatz, in der Hauptstraße stehen, die über das Projekt informieren, da einfach Interesse zeigen, die Leute dort mit Fragen löchern, sodass einfach eine gewisse auch ja, ein Interesse signalisiert wird, uns ist die Stadt nicht egal. Und wir möchten das natürlich dann auch fördern, diese Teilhabe an der Stadtgesellschaft. Aber dafür muss natürlich auch ein gewisser Druck aus der Bevölkerung aufgebaut werden, durch Interesse, durch Nachfragen, durch immer wieder insistieren, wo bleibt das, warum ist das nicht da, wir hätten gerne hier noch mehr. Dann natürlich auch sich zum Beispiel an diesem Teilhabegremium aktiv zu beteiligen. Wenn es dann mal, ich sage mal, Interesse tatsächlich gibt an einem Bürgerrat Klima, sich auch dort zu engagieren oder für einen anderen Bürgerrat. Und die weitere Möglichkeit,
ist natürlich, dass man einfach das weiterträgt. Alles, was man gehört hat, von heute, von diesem Video, was für Ideen da sind, was für Möglichkeiten es gibt, das einfach weitergeben an Nachbarn, an Bekannte, an Freunde und sagen, hier kannst du dich einbringen, hier kannst du dich beteiligen, mach das, nutz das, und geh nicht einfach nur alle 4, 5, 6 Jahre zur Wahl, sondern setz dich aktiv und jederzeit ein für deine Stadt. Ja, wir hatten kurz schon darüber gesprochen, dass es natürlich auch kritische Stimmen bei dem ganzen Thema Bürgerbeteiligung gibt. Hast du eine geheime Lösung, ein Rezept, wie man solche Menschen überzeugen kann, dass das, was wir machen und fordern, eigentlich nur im Sinne und im Allgemeinwohl der Stadtgemeinschaft ist? Ja, Kritiker überzeugen ist ein bisschen schwierig. Klar, reden, reden, reden. Durch Argumente versuchen, ich sag mal, dann auch Widerstände zu überwinden oder Befürchtungen abzubauen. Man kann natürlich externe Referenten einladen. Das wird immer sehr gerne gesehen, wenn man eine neutrale externe Meinung hat zu einem bestimmten Thema, dass man nicht einfach denkt, der Kollege aus dem Stadtrat mag mir viel erzählen, aber der ist ja nicht der Experte. Deswegen wäre es manchmal ganz gut, auch solche Meinungen zu hören, externe und Expertisen dort zu haben. Positive Beispiele würden helfen. Ich sag mal, bei Konsul tatsächlich jemanden einzuladen aus einer anderen Kommune, die jetzt Erfahrung damit gemacht hat, wo man nicht befürchten muss, der will uns das jetzt verkaufen, weil der hat ja nichts davon, weil die Software ist ja kostenlos und umsonst. Also man muss da nichts für bezahlen. Also keine Stadt hat was davon, wenn eine andere Stadt jetzt da auch mitmacht. Es wird nicht günstiger, weil das jetzt 100 statt 50 Gemeinden oder Städte machen. Also von daher, solche Aktionen würden da sicherlich helfen. Wir haben schon einiges, dass wir eine aufgeschlossene Verwaltung haben. Zumindest an den Stellen, wo ich jetzt Kontakt bisher mit denen hatte, wo es um Bürgerbeteiligung ging. Wir haben da sehr fähige Kolleginnen, die dort sich um das Thema Bürgerbeteiligung kümmern. Super kompetent, erfahren, die schon früher in ihren früheren Stellen so etwas gemacht haben teilweise. Also das kann ich eigentlich nur sehr, sehr lobend erwähnen, dass ich da eigentlich immer unterstützt werde. Und von daher glaube ich, wenn ich mit denen zusammen dann wir gemeinsam versuchen, dann auch Befürchtungen abzubauen bei den Stadtratsmitgliedern, den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dann würden wir das schon schaffen. Ich hätte eine abschließende Frage an dich. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst und wir sagen, von jetzt an in 10 Jahren setzen wir uns nochmal hier hin und sprechen über dasselbe Thema, was hätte sich in deiner Vorstellung bis dahin in der Stadt getan im Bereich Bürgerbeteiligung? Wir hätten einen dauerhaften Bürgerrat installiert in Fürstenfeldbruck. Wir hätten einen Bürgerhaushalt mit Bürgerprojekten, wie ich sie vorhin angesprochen hatte und erwähnt hatte. Und wir hätten eine aktive Stadtgesellschaft, die sich gerne beteiligt, die sich akzeptiert und angenommen fühlt und die sich wertgeschätzt fühlt mit ihren Meinungen, auch wenn sie nicht der Meinung der Mehrheit entspricht. Aber jeder und jede in der Stadt darf sich beteiligen, darf Meinungen äußern und es wird diese Meinung nicht abgetan, sondern sie wird wohlwollend aufgenommen. Und das finde ich einfach toll und wichtig, dass wir als Stadtgesellschaft auch im Sinne der Teilhabe wirklich hier weiter zusammenwachsen. Das klingt doch nach einem sehr konstruktiven Abschlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier Ja, warst, sehr um gerne. dein Wissen und deine Ideen mit uns zu teilen. Wir hoffen natürlich das Beste und freuen uns über jeden kleinen Schritt, den wir in diesem Themenbereich wagen können und dürfen. Und damit bedanke ich mich bei allen, die zugesehen haben, und ich freue mich auf bald ein weiteres Video in unserer Reihe rund um direkte Demokratie. Herrschaftszeiten.